Hallo und herzlich willkommen hier auf Midi Benny Channel. Wir kümmern uns heute um ein Achievement, wo viele Leute ein Problem mit haben. Okay, kein Problem. Und zwar ist das das Mein Ziel liegt in den Sternen. 2,4% der Spieler haben den Erfolg freigeschaltet. Ja, und wir sehen jetzt hier mein Achievement, wie es geploppt ist. Also das ist vielleicht auch dein Ziel und deswegen besuchst du dieses Video. Und bei mir war es auch ein Doppelsystem. Also ich habe dieses Doppelsystem übersehen. Und mehr als einmal. Guck dir das an. Ein komplett neuer Satzstand. Okay, da ist es geploppt. Besuche alle Sternsysteme. Ja, und damit es euch nicht genauso geht und ihr verzweifelt irgendwas rumsucht, habe ich euch diesen Videoguide hier bereitgestellt. Ihr könnt dann in der Videobeschreibung sofort alle Doppelsysteme sehen und gezielt auf die Minutenzahl drücken und euch das anzeigen lassen, die Karten, und dorthin springen. Hier sehen wir jetzt das komplette Universe in Starfield, diese 1100 Planeten und 100 Sternsysteme. Ja, aber wenn man überall hin will, da braucht man ein gutes Raumschiff und deswegen kümmern wir uns jetzt zunächst um die Raumschiffe. Und da gibt es eine Mission, die gilt als Gradmesser, ob dein Raumschiff bereit ist, alles hier zu erreichen, und das sehen wir jetzt hier. In der Mission muss man 30 Lichtjahre irgendwann zurücklegen. Eine Frachterpilotin hat gesagt, dass sie im Charybdis-System ein Notsignal empfangen hat. Es kann recht lukrativ sein, auf Notsignale zu antworten, wenn man ein robustes Schiff hat. Sie wird bestimmt nach Kräften helfen. Vielleicht habt ihr die schon gespielt. Bei den einen oder anderen ist die verbuggt. Die kann auch nicht komplett gelöst werden. Und ich skizziere hier das mal, damit du Bescheid weißt, wenn es soweit ist. Und diese Mission gilt als Gradmesser. Wir sind am richtigen Ort. Ein Gradmesser, um überall hinzukommen. Wenn dein Raumschiff das packt bei dieser Mission, kommst du überall hin. Ich meine damit die Mission Operation Starseed. Folge der Spur der Beagle nach Zelansny 1. Und das schauen wir uns jetzt nochmal eben kurz an. Also, die Mission führt dich hier in diese Alien-Schluchten. Du musst da ein paar Rätsel lösen und ein paar Slates einsammeln. Und dann später musst du hierhin nach Algorab 2. Und wir sehen hier, das sind 30 Lichtjahre entfernt. Und vielleicht wunderst du dich, es gibt weiter entfernte Punkte und da kannst du prima hin, aber nach Zelansny und Agorab nicht. Und das liegt eben daran, dass man hier einen dreidimensionalen Raum hat, worin die Sterne und Punkte sind. Und wenn man den Raum dreht, dann sieht es zweidimensional unterschiedlich aus. Die Punkte verändern sich von der Entfernung. Und ja, deswegen musst du einfach nur auf die 30 Lichtjahre Entfernung gucken und du brauchst ein Raumschiff, was das kann. Wenn du das Ende durchspielst, dann hast du die Möglichkeit, den Game Plus zu spielen und dann bekommst du sowieso ein Raumschiff, die Guardian, die 30 Lichtjahre schaffen kann. Also so ein Raumschiff ist dir auf jeden Fall sicher. Wenn du die Hauptstory durchrascht und dann eben den Game Plus Modus spielst und dir dann irgendein Paralleluniversum aussuchst, wo du dich heimisch fühlst und wo du drinne bleiben willst, aber hier, das hier würde ich nicht nehmen. Hey, wen haben wir denn da? Komm rein. Wir anderen haben uns schon gefragt, wann eine weitere Version auftaucht. Neben dem Baukasten, wo du deinen Graphantrieb verbessern kannst,
Ja, sag mir einfach, was du brauchst. Gibt's natürlich ganz viele Händler im Spiel, die dir auch Raumschiffe verkaufen und du kannst ja auch welche stehlen. Und ich habe am Anfang immer auf den Kraftantrieb oben geschaut. Das war natürlich falsch. Wir müssen immer auf die Lichtjahre unten schauen, weil es kann sein, dass ein Kraftantrieb oben weniger Punkte hat und unten die Sprungdistanz zu niedrig ist. Also du solltest unten da, wo die Hand mit den Fingern drauf zeigt, die Raumschiffe durchscannen und ja, nach Lichtjahren schauen. Dieses hier zum Beispiel hat nicht die erforderliche Sprungdistanz. Also du bist so mit 30 Lichtjahren komplett, dass du alles erreichen kannst. Ansonsten gibt es auch viele Schiffe, wo du auch erstmal mit 28 oder 25, 26 zufrieden sein kannst. Die Händler passen mit der Zeit in deinem Spielverlauf auch ihre Angebote an. Zunächst hast du halt eher so A-B-Klasse-Schiffe und nachher hast du viel mehr C-Klasse-Schiffe zur Auswahl. Außerdem kannst du ja auch noch Schiffe stehlen oder kapern. Hier im Hintergrund sehen wir ein Schiff, was eben 30 Lichtjahre hin und her springen kann. Und es ist so, dass dieses Schiff jetzt eben auch gar nicht so gute Waffen hat, sondern eben sich dadurch auszeichnet, dass es eben klein, wendig und eine große Entfernung zurücklegen kann. Zum Erforschen und zum Erkunden aller Sternsysteme brauchst du auch kein Schiff, was hohe Waffen hat. Das war nämlich bei mir so. Ich habe nämlich zuerst geguckt, ein Schiff, was große Entfernungen zurücklegen kann und auch noch gut kämpfen kann, weil ich ja immer wieder angegriffen werde. Aber das macht nichts, wie man hier sieht. Kann man dann auch einfach das nächste Sternsystem markieren und einfach so hinspringen. Und wenn es Gegner gibt, dann kannst du eben auch einfach schnell das nächste System anklicken und auch dahin springen. Und so musst du dann eben gar nicht kämpfen. Für dieses Video habe ich dir alle Karten nochmal besonders... Wo habe ich es denn? Ach, da ist es. Alle Karten zu jedem Sternsystem ja vorbereitet. Und ich habe es so gemacht, dass ich die Doppelsternensysteme alphabetisch mit dem ersten, der oben angezeigt wird, mit einem und die anderen zusammengefügt in einem... Ja, Doppelsystem oder Trippelsystem. Es gibt auch ein Sternsystem, da sind drei. Und ja, welches das ist, kannst du in der Videobeschreibung gucken, nachschauen und da direkt drauf springen. Das sind eben halt alle Doppelsternsysteme. Ja, und das Problem aus dem Internet ist, wenn man danach sucht, dann sind, wenn die Sachen alphabetisch sortiert sind, eben auseinandergezogen, die sind eben nicht zusammen. Und dies hier ist eben eine Liste, das sieht man hier mit Doppelsternensystemen. Und das will ich dir anbieten im Video. Und das kannst du über die Videobeschreibung, über die Skip-Hilfen direkt ansteuern und raussuchen und nachspielen. So viele sind das gar nicht. Also du könntest jetzt direkt auch das relativ, ja, nicht so zeitintensiv alles managen und nochmal machen. Vielleicht hast du ja alle besucht, alle Doppel- und Trippelsysteme und dir fehlt was anderes. Deswegen habe ich dir alle anderen eben auch noch mit reingepackt. Ja, und es ist so, dass wenn du ein Sternsystem besucht hast, dann glimmt das Sternsystem immer so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, ja, hat mehr Leuchtkraft, der Punkt. Und die anderen, die ich jetzt hier berühre, das sind alles Sternsysteme, wo ich noch nicht drinne war. Und so kannst du eben gucken, auch bei dir, welche du besucht hast und welche nicht. Ja, und die roten, da war ich nicht mal in der Nähe. Oder konnte die gar nicht mit meinem Schiff erreichen. So, dann starten wir jetzt hier alle Karten. Also das war es jetzt auch für mich. Über die Videobeschreibung kannst du, wie gesagt, alles anklicken, wenn mich YouTube das lässt.
Wenn nicht, werde ich eine Regel finden, um das irgendwie zu komprimieren. Aber du wirst mit einem Blick sehen können, wo die ganzen Triple-Sternensysteme und Doppelsternsysteme sich befinden. Und hier sind eben die Karten. Und ich habe eigentlich eher nicht Alpha Centauri, sondern Krux so anvisiert, dass Krux meistens irgendwo auf der Karte noch zu sehen ist als Orientierungspunkt, wo du landen musst. Und ja, es sei denn, es ist in der Nähe von Alpha Centauri oder das ist so weit am Rand, dass Krux nicht mehr zu sehen ist. Aber ich habe mir, wie gesagt, Mühe gegeben, Krux immer irgendwie damit drauf zu haben. Ja, das war's auch schon. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüss.